Guten Morgen zusammen. Ich bin auf dem Weg zum Bäcker. Ich möchte den Tag auch nochmal mit frischen Brötchen beginnen und werde sie mir jetzt gönnen. Ich habe heute Morgen schon mit dem Händler einmal telefoniert. Der Wagen kann leider immer noch nicht Probe gefahren werden. Die hatten den ja Freitag in der Werkstatt, weil da Steuergerät ersetzt werden musste. Damit sind die leider nicht fertig geworden. Morgen kann ich in Probe fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Wagen ist gut. Ich habe ihn ja schon gesehen. Wäre er nicht so gut, würde ich den Heckmeck auch nicht mitmachen. Das heißt, ich werde jetzt aber tatsächlich ihm morgen noch eine letzte Chance geben, werde morgen früh nochmal anrufen, und wenn ich ihn dann nicht Probe fahren kann, dann suche ich mir ein anderes Fahrzeug. So. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Steffi. Sie hat mir netterweise ihr Auto diese Woche geliehen, beziehungsweise heute und morgen, und von daher werde ich jetzt mal eine kleine Gefälligkeit tun, machen. Gott, Deutsch, Martin. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich eben heute Mittag schnell für dich ein und bring dir das vorbei, weil es nur ein paar Teile sind. Und sie hat es ja neulich auch für mich gemacht. Und ja, so ist das dann, ne? Deswegen mache ich mich jetzt schnell auf den Weg nach Lidl und zu Steffi. Danach geht's hin zurück. Heute mein kompletter Tag hat sich wieder umgestellt. Ich fahre heute nicht nach Duisburg, ich fahre morgen nach Duisburg, ich fahre Mittwoch nach Duisburg, ich fahre jeden Tag nach Duisburg, nur noch Duisburg, Duisburg, Duisburg. Und der Termin steht, heute in einer Woche habe ich die Wohnungsabnahme. Bis dahin muss der restliche Scheiß raus sein, die Küche, eventuell der Boden, falls sich kein Nachmieter findet. Ja, das ist doch unspaßig. Nochmal ein Haufen Arbeit, aber dafür bin ich ab nächsten Montag bin ich die Wohnung los, und dann ist das Kapitel endgültig abgeschlossen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Nachdem der Tag bisher heute sehr eventfrei war, es ist schon irgendwie 16:45 Uhr. Ich habe jetzt nur dahinter. Es ist 16:45 Uhr. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, ich habe was gegessen, ich habe vom Rechner rumgelungert, ich habe unterschwellige Kopfschmerzen, und das lähmt mich gerade irgendwie ziemlich, und ich bin auch einfach ziemlich K.O. müde. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich werde da vor dem Fenster Jalousien anbringen. Die Jalousien, die ich aus Duisburg mitgebracht habe. Ich habe überlegt, ob ich das Ganze timelapsen soll. Das Problem ist, ich muss das alles sehr, sehr genau ausmessen. Und das wird jetzt noch eine sehr langwierige Angelegenheit. Da müssen zwei Jalousien hin. Und ja, ich glaube, das wird eine langwierige Angelegenheit. Deswegen werde ich mir hier das Timelapsen sparen. Aber ich werde euch quasi zwischendrin immer mal wieder updaten. Wir erinnern uns daran, ich habe kein Glück. Meine Schlagbohrmaschine ist nicht stark genug, um in den Stahlbeton zu bohren, der hier in der Decke verbaut ist. Ja, wundervoll. Das heißt, ich habe jetzt 1,5 erfolgreiche Bohrlöcher. Beim ersten hat es noch mit Ach und Krach geklappt, beim zweiten tut sich gar nichts mehr. Ja, wundervoll. Das heißt, ich muss mir eine gute Schlagbohrmaschine, eine kraftvolle ausleihen. Aber das werde ich diese Woche nicht mehr schaffen. Ich mag gerade einfach nicht mehr. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach hinsetzen und den Vlog schneiden. Und alles andere kann mich mal am Arsch lecken. So, es ist spät, es ist 11 Uhr. Der Daily Vlog ist jetzt seit ungefähr einer Stunde online und hochgeladen. Das Schneiden und so hat einfach auch mal wieder gedauert. Es ist heute nicht viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich glaube schon, ich habe auch den ganzen Tag unterschwellige Kopfschmerzen. Und ich werde deswegen jetzt auch ins Bett gehen. Morgen hat der Autohändler aus Mal die letzte Chance, mir das Auto zu zeigen, um mir eine Probefahrt zu ermöglichen. Und wenn er das nicht macht, dann ist der Wagen raus. Das wäre schade, denn ich glaube, der Wagen wäre, wenn ich die Probefahrt machen kann und der gut ist, dann ist das mein neues Auto, dann möchte ich den haben. Aber wenn er das nicht hinkriegt, dann sorry, dann kann er mich mal kreuzweise. Also, das geht auch einfach nicht. Das wäre es jetzt erstmal an der Stelle. Ich würde sagen, ihr macht euch jetzt einfach einen entspannten Abend. Ich gehe ins Bett und wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Wir sehen uns beim neuen Daily Vlog. Bis morgen.